Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5. Mein Name ist Dr. Skill. Jetzt kann man zoomen, das ging gerade nicht. Rea, da. Jetzt aber. Cool. Mal ein bisschen in die Richtung. Andrea. Auch hier. Da läuft doch einer. Ah ja, das ist der letzte. Wahnsinn. Would you aim a little left? I think I see someone. Das ist aber nicht der eine, den wir eh schon weggemacht haben, oder? I think I see someone to the right there. Nee. Mit einem Raketenwerfer, der hat ja wohl. Ja gut, dann schnappen wir uns. Andere Seite vom Wasser schon mal. Wo ist der Kerl? Da, die Richtung. Irgendwo hier oben. Hätte er die Pistole nicht gezückt, hätten wir es uns vielleicht nochmal überlegt. Klappt doch ganz gut. Überhaupt Chop worden. Gut. Da hätten wir uns mal um das Problem gekümmert. Exactly what we were helping with. I know you said these guys
Das ist doch eine ganz okay Landung gewesen. Ach, wir sollen da drüben landen. Echt jetzt? Ich finde es beim Haar zu landen viel angenehmer. Gut, dann unten mal eben da. Some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chop, get in. See you back at Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. Super. Hat man das soweit geschafft? Okay. Nehmen wir uns mal unser Auto wieder. So. Oh, mal ein Konvoi, wenn es geht. Den könnten wir uns hier schnappen. In dem Sinne, fahren wir doch einfach mal hin. Ist das eine gute Idee? Ich würde mal schauen, gibt es hier draußen... Nee. Ist nicht. Ich wollte gerade mal schauen, ob es hier... Ah, auf dem Weg. Doch, hier. So, das sind das. Ich wollte mal schauen, dass wir hier das bisschen das Auto tunen. War ja mal so mein Plan. Das könnten wir mal machen. Aber da jetzt gleich ins nächste Abenteuer wieder reinstarten. So, gehen wir ein bisschen Gas. Überholmanöver, easy locker. So. Und hier müsste es sein, da. Linke Garage, hä? Doch, die rechte, verdammt. Später wieder. Welche Uhrzeit ist denn gerade? 2 Uhr. Okay, das heißt eigentlich nicht lange warten. Also wir können eigentlich mal kurz hier das dann mit den zwei machen. Aber dann, was ist das denn cooles? Also das sieht ja aus wie das Traumauto schlechthin. Alles klar, wo haben wir unsere Garage? Ich glaube, das würde gehen, oder? Beim Unterstopp einfach hinstellen oder wie war das? Irgendwie so. Aber das ist ja... Oh Mann. Oh. War ein bisschen geplant, glaube ich, von dem gerade. Ich dachte, ich bremse kurz, damit der vorbei kann. Kommt echt ziemlich schnell hinterher mit den LKWs, oder? Kann das sein? Also abhängen tun wir sie anscheinend nicht. Oh. Hier könnte es auch schwer werden. Okay. Das lernen wir jetzt einmalig. Ah. Verdammt! Ich habe mir das irgendwie nicht so schlimm gerade vorgestellt. Na gut. 5000 hat es gekostet. Ärgerlich. Ach, da ist auch noch meine Hauptmission. Okay, cool.
Weiß ich gerade mal, wo ist denn. Das Auto ist hier gerade gar nicht irgendwo markiert. Komisch. Immer noch nicht. Ich war gerade mal, aber. Nee, Abschlepp. Da ist der Abschleppplatz. Nee. Komisch. Normalerweise sollte ja eigentlich unser Auto hier stehen. Oder zumindest beim Unterschlupf, da muss ich mich umdrehen. Das ist in die Richtung. Laufen da mal einmal ganz kurz hin. Sehr verwunderlich. Na, hier könnten wir uns ein Tattoo stechen, falls wir eins wollen würden. Ich meine, das Auto wird weg sein. Tatsächlich, wir haben ja. Oh Mann. Wenigstens wartet er, bis wir aufgestanden sind. Ah. Hat nicht geklappt, wie sollte. So. Gut. Wo ist sie? Nee. Ach man, ey. Ich hab zwar gehört, dass sie es macht, aber ich wollte es nicht glauben. Ach man. Oh, das Quad. Ja, danke schön. So, und wir fahren nochmal. Ist jetzt hier gar nicht mehr eingezeichnet. Ach doch, da. Ich bin einfach blind gewesen. Ich würde jetzt einmal nochmal kurz bevorzugen, da hinzufahren und zu schauen, ob das Auto noch da steht. Schauen wir mal, wo wir denn ausgewichen sind. Tatsächlich. Hat überraschend gut geklappt. Schauen wir nochmal, ob das Auto da steht oder da. Nur abends, weil das Auto an sich war ja echt cool. Oh. Gute Kurvenlage. So. Gehen wir mal ein bisschen Gas hier auf dem Quad. Oh Mann. Das war mein Fehler. Warum bin ich damit gerechnet, dass wenn man da so schnell Gas gibt, dass es dann einfach schief geht. So. Jetzt erst noch interessieren, ob ich das Teil da sehe nochmal. Bevor ich mich daran mache, die Polizei loszuwerden. War das nicht hier irgendwo? Ja. Also. Weiß ich jetzt nicht. Schwierig. Das war jetzt schon so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, ne? Da wollte ich ja nur noch mal in Ruhe gucken. Und dann sowas. Okay. Naja, wollen wieder die günstigen 5000 dafür. Unser Haus ist in der Richtung. Auto steht hier eh nicht da. Mal auch in der Querstraße schauen. Aber mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.